Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ihr seht schon, ich habe mein uraltes Impact-Shirt an. Vielleicht seht ihr auch schon, was auf dem Screen passiert. Mal wieder eine Folge von Warum macht das eigentlich keiner? Und da habe ich folgenden Kommentar bekommen. Und habe mir daraus diese Klasse gebaut. Mit dieser Waffe. Ist sie nicht das hässlichste Wesen, was es jemals gab? Aber okay. Was ist das? Lefty. Das ist noch okay, aber okay, es ist auch hässlich. Aber was ist das? Darauf muss ich mir erstmal eine Tryhard Cap kaufen. Ohne Witz, Mann. Übrigens, wenn ich zocken will, muss ich Folgendes machen. Kein Witz. Ich zocke immer hier unten. Ganz unten. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum ich mir das angeeignet habe. Keine Ahnung. Ich würde sagen, gucken wir mal, was mit dieser Klasse jetzt hier geht. Varix 3, Schalldämpfer, Vollmantelgeschoss. Lefty. Nachbrenner, Kugelweste, Blinkhände, Strahldämpfer. Let's go. So, Leute, noch eben schnell einen Spezialisten einstellen. Und zwar war das ja der Neueinstieg. Dafür muss ich jetzt anscheinend echt ein Token verbrauchen. Ist natürlich traurig. So, dann gucken wir doch mal, wie diese Klasse so funktioniert. Diese wunderbare Klasse hier. Oh, oh, Elotrix 107 ist im Gegnerteam. Das heißt auf jeden Fall schon mal was, Leute. Und Crowkiller in meinem Team. Eieiei, da ist ja ganz schön prominent vertreten. Und Totti im Gegnerteam auch noch. Francesco Totti wahrscheinlich, oder? Ja, komm, das retten wir für unser Team. Mit dieser Waffe ist das doch kein Problem. Erstmal hier rauszoomen, das ist schon mal ganz klar. Also mit der Klasse, das muss doch klar... Was ist das hier? Gottes Willen, ist das... Also, ich weiß nicht, was das soll, ohne Witz. Hat Varix immer noch keinen Recoil oder was, Alter? Das war absolut kein Recoil gerade. Weiter geht's, komm. Nee. Ich boxe mit dem Ding. Ach komm, vorne, hinten, rein ins Arschloch, wie man so schön sagt. No, this girl is on fire. Oh Gott, es hat keinen Recoil, Leute. Es ist wie früher Varix 3. Oh Leute, Dynamo Blues. Steht mit der Waffe mit dem wenigsten Recoil im Headglitch, Digga. Sowas nenne ich ehrenlos, Mann. Spaß, ich würde es genauso machen. Jawohl. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir kommen eh von hier. Was bist du denn für ein ehrenloses Schwein, Mann? Er sitzt mit Shotgun auf Combine in der Ecke. Nein, die sind eigentlich schlechte Gegner. Ich fick die jetzt. What the fuck? Leute, dieser Hintergrund erinnert mich irgendwie an früher. Das war so in der Beta von Black Ops 3. Da hat man nur diesen Specialisten gespielt. Streaks kann ich mir selber aussuchen. Ich würde sagen... Machen wir es mal so mit dem Wraith. Digga, wie sieht die Waffe aus? Mal wie so ein fettes Rhinoceros, Alter. Der Schalldämpfer ist fetter als... Keine Ahnung, Digga. Oder ist er oben? Ah, er ist sogar oben. Hallo. Firebreak tot. Oh Gott. Erstmal rauszoomen aus dem Drecksvisier. Erstmal kurz chillen jetzt. Oh mein Gott, der Trade kommt sofort von Exxon Boy, der danach natürlich den perfekten Slide anwendet, Alter. Ich freue mich auf die Runde. Oh mein Gott, der Recoil ist echt wenig, Leute. Oh mein Gott. Hier kommt noch einer. Hol ich ihn vom Hügel mit dem Ding? Das wäre lustig. Oh mein Gott. Ah. Okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, die Frage, warum macht es eigentlich keiner, ist auf jeden Fall beantwortet. Die ist schon beantwortet, bevor es richtig losgeht hier. Oh mein... Der Deutsche kommt Pre-Amp mit einer M8 und du hast eine Varix 3 VMP mit Schalldämpfer und Vollmantel geschossen in der Hand. Wer gewinnt den Gunfight? Na? Gib mir mal her. Lass mal einmal kurz ausprobieren hier. So, komm, noch einer. Gib mir mal ein paar, dann tausche ich jetzt zurück. Ja, du bist so weak, Digga. Komm. Haha, Reject. Der Spawn, Leute, was ist das? Leute, habt ihr eigentlich schon euer Weihnachtsgeld in einen Scuff-Controller investiert? Wer hat einen Scuff zu Weihnachten bekommen? Schreibt es in die Kommentare. So, ich hol's den Arm raus. Ich hol sowas von den Arm raus. Ich box jetzt ein. Nein! Leute, das verstehe ich immer nicht. Woher weiß er, dass ich da jetzt reinkomme? Ich habe mit Charlie gespielt. Ja, Digga. Ist hier jemand? Der Typ, der spielt die ganze Runde so, dass er da chillt, Mann. Was ist denn los mit dir? Ich sah den Tünnis in einem Club, Alter. Jetzt hole ich ihn mir. Nein, diesmal hole ich ihn mir so, Digga. Mir reicht's mit dir, du Spast, Mann. Echt immer noch da gechillt, ne? Es ist echt so frech, Mann. Na? Achso, habe ich deine M8 in der Hand und du drehst dich wohl auch nicht mehr um, wa? Feiges Hühnchen. Man kann damit klatschen, ich bin dann. What the fuck? Ja. Und raus hier. Und chillen. So, jetzt pass mal auf. Ich zeige euch jetzt, wie man mit der Waffe spielen muss. Marc! Marc, du bist der Beste. Marc, ich verspreche dir, du bist der Beste, Digga. Du bist der Beste, Marc. Marc. Oh mein Gott, Marc, hast du das gesehen, Alter? 3, 2, 1. Ja, hast du Angst? Oh, er hat so Angst. Er hat Panik, Leute. Schönes Timing, wa? So, bleiben wir noch mal ein bisschen hier. Hallo. Ja, schönen guten Tag.
Nein, eins vor Geist, Leute. Eins vor Geist. Lächerlich. Aber das ist doch... Er fickt mich ein zweites Mal. Er hat mich jetzt zweimal absolut tot neue Warruns werden hier ausprobiert. Ja. Oh, da wird jemand von meinem Arm Gesellschaft bekommen. Okay, Leute. Gewonnen haben wir das Game. Ist jetzt nicht die allerbeste Waffe, muss man sagen. Nochmal schön die Killcam gegen den Tryhard geholt hier. Aber bockt eigentlich. Ich habe fast einen Geist bekommen sogar. Nuketown, ich kann jemanden den Arm anbringen. Ist es dein Arm, Bruder? Ist es dein Arm? So, ich besuche dich jetzt da oben in deiner Hütte, Digga. Ja, komm. Oh, was? Weißt du was, Digga? Nein! Oh, ist das ein Timing! Und dann ist es ausgerechnet die BRM, die ungefähr ein Jahr braucht, um die Dinosaurierwaffe aufzuheben, Alter. Komm her, Digga. Ja, du Drecksschwein, Alter, hast verdient, Mann. Und, genau, wenn ich weggucke, wa? Wo bist du? Gehst du halt in Sand spielen, oder was? In Sand spielen bin ich... Was ist mit mir los? Habe ich auch schon komplett Ausfälle jetzt, oder? Boah, ich werde dich so boxen. Jetzt werde ich so spielen wie die. Jetzt werde ich so spielen wie die, so. Oh Gott, du bist ein schlauer Bastard. Na, ihr Pisser. Hier ist einer drin. Meins. So, ich hole mir jetzt den Geist. 30 Punkte noch. So, Geist in your face. Woo! Für die, die es interessiert, habe ich heute auf Psychotic Vlog ein Video hochgeladen, wie ich aus meinem Buch vorlese das erste Mal. Wer das sehen will, ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung. Einfach ein bisschen was vorgelesen. Hab heute die ganze Zeit geschrieben und so, und das beschäftigt mich halt extrem viel. Falls euch interessiert, schaut mal vorbei. So. Tolle Lobby, da will man rein, oder? Es steht schon 50 zu 40, da will man auf jeden Fall rein. Und ciao. Boah, gegen Bibi, Alter. Krass, Mann. Gegen Bibi wird gespielt. Ich könnte es in den Titel schreiben, aber ich mach's nicht. Wir sind immer noch auf Scorpion, vielleicht nicht auf Marcel Scorpion. Ein bisschen Respekt haben. So, okay. Also ich bin meinen drei Identitäten, Mann. Ah! Weißt du, warum ich dich erschossen habe? Weil du eine Frau mit einer roten Mütze bist, deswegen. Alter, wie brutal das ist, Mann. Das ist nicht mehr normal. Oh! Wisst ihr, warum Bibi mich jetzt töten konnte? Weil ich... Drecks. Weil das Drecksvisier noch reingezoomt war. Na, bist du wieder da? Der King? Da hinten steht schon wieder einer. Oh! Wie gut ist er? Er gibt mir einen Burst in meinen großen Zeh und ich fall um. Ich wurde in meinem Leben noch nicht so gefickt. Werde ich Sonny gleich sagen. Vielleicht enttäuschend für sie, aber ist so. Leute, man joint in eine Lobby und im Gegnerteam ist Schlammsau 777. Schlammsau. Und ich habe die falsche Klasse gewählt. Komm, ich springe jetzt mal ein bisschen rein hier. Wer holt mich Schlammsau? Pff, unglaublich, Alter. Raus, Mann, was ist das? Let's go. Ah! Na, wie ich vorbeigelaufen war. Na? So, das war gut, das war gut. Du bist ja nice am Spielen, Digga. Dahinter war noch einer. Boah, wenn ich jetzt den Geist kriegen würde, wäre es schon fett. Oh mein Gott, wie ein Headbutt gesprungen ist, Alter. Krass. Alter, ich benutze das Varix-Visier sogar gerade. Okay, meine Munition ist aber gleich leer. Ich muss mir gleich eine andere Waffe graben. Oh mein Gott, nein. Nein, er hat den Reiniger, Digga. Wie ist er überhaupt da hingekommen? Ich stehe 8-1. Jawohl, schön, Marcello. Feindliche Heldstorm, ich hätte sowas von sterben. Oh mein Gott, wie ich mich gerettet habe mit dem G-Slide neu. Wie er da gecampt hat, ne? Mit einer Dingo. Gott, mit der HVK läuft's gerade. Die spawnen gleich wieder so in meinem Arschloch. Jawohl, campen wird belohnt gerade. Ja, ich hab den Geist, Leute. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hater, nice. Schön. So muss es sein, Leute. Na, Lex, so schön. Hallo. Hallo? Skrupellos. Munition ist leer, Leute. Der Geist hat mich so gerettet, Leute. Hab sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich choke die Nuklear, Leute. Ich choke sie wegen diesem Drecksschwein, weil er mich gepre-aimt hat. Ich krieg zu viel, Leute. Ich choke die Nuklear mit dieser Klasse. Ich wäre der glücklichste Mensch im Universum gewesen. Holy fuck, Leute. Oh mein Gott, aber richtig nice Streak gewesen, Alter. Was geht, Mann? Ja, du bist unsterblich, wa? Leute, was war das gerade, Alter? Was war das? Ich habe 35 von 67 killed.
Mit dieser Klasse, Mann. Das ist ja überheftig. Guckt euch meine Teammates an. 9, 18, 5, 17, 1, 17. Ich will verlieren. Guck mal, wir verlieren. Obwohl ich so viele Kills mache. Es ist unglaublich, mein Team, Alter. Es ist unglaublich. Eine Ehre, mit den Jungs mal wieder zu zocken heute. Wirklich. Ja, Leute, ich würde sagen, mit der nice Streak ist ein nicer Abschluss fürs Video. Macht das bitte nicht nach. Die Klasse ist echt, echt richtig belastend. Also, die würde ich nicht empfehlen. Lasst mir gerne ein Like dafür da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.